Herzlich willkommen bei Canisius TV, liebe Zuschauerinnen und Zuhörer. Wir sind weiter in der Wüste. Es ist sehr heiß, vielleicht sehen Sie das auch, es funkelt regelrecht. Das sind dann immer so die ersten Anzeichen für eine Fata Morgana. Also es ist hier sehr heiß und wir begleiten den Abraham, seine Frau Sarah und seinen Neffen Lot durch die Wüste und was sie dort alles erlebt haben. Inzwischen sind sie schon wieder ein gewaltiges Stück weitergekommen und sie haben beide Geschäft gemacht, ja, der Abraham und der Lot, und jetzt geht es heute ums Teilen. Meine lieben Mitbrüder von der Hochschule für Philosophie in München, die haben mal eine ganze Vorlesung darüber gemacht, wie man eine Pizza teilt. Ja, man möchte meinen, das ist ja ganz einfach, aber richtig teilen, dass am Ende alle dann zufrieden sind, das ist gar nicht so leicht. Und ich glaube, in unserer heutigen Einheit, da kann man eine Menge lernen, wie man richtig teilt. Wir sind im 13. Kapitel, drei Punkte, und der erste Punkt ist unser Text, nämlich Abraham trennt sich von Lot. Abraham hatte einen sehr ansehnlichen Besitz an Vieh, Silber und Gold. Auch Lot, der mit Abraham gezogen war, besaß Schafe und Ziegen, Rinder und Zelte. Das Land aber war zu klein, als dass sich beide nebeneinander hätten ansiedeln können, denn ihr Besitz war zu groß, und so konnten sie sich nicht miteinander niederlassen. Zwischen den Hirten Abrahams und den Hirten Lots kam es zum Streit. Zudem siedelten damals noch die Kanaaniter und die Peresiter im Land. Da sagte Abraham zu Lot: Zwischen mir und dir, zwischen meinen und deinen Hirten, soll es keinen Streit geben. Wir sind doch Brüder. Liegt nicht das ganze Land vor dir? Trenn dich also von mir. Wenn du nach links willst, gehe ich nach rechts. Und wenn du nach rechts willst, gehe ich nach links. Lot blickte auf und sah, dass die ganze Jordan-Gegend bewässert war. Da wählte sich Lot die ganze Jordan-Gegend aus, brach nach Osten auf und sie trennten sich voneinander. Abraham ließ sich in Kanaan nieder, während Lot sich in den Städten jener Gegend niederließ und seine Zelte bis Sodom hin aufschlug. Nachdem sich Lot von Abraham getrennt hatte, sprach der Herr zu Abraham: Blicke auf und schau von der Stelle, an der du stehst, nach Norden, nach Süden, nach Osten, nach Westen. Das ganze Land nämlich, das du siehst, will ich dir und deinen Nachkommen für immer geben. Da zog Abraham mit seinen Zelten weiter und ließ sich bei den Eichen von Mamre in Hebron nieder. Dort baute er dem Herrn einen Altar. Wir sind bei unserem zweiten Punkt: getrennt marschieren, vereint schlagen. In der eben gehörten Lesung, da teilen Abraham und sein Neffe Lot das Land. Ja, beide hatten es zu ansehnlichem Besitz gebracht, beide hatten viele Knechte und Mägde. Das Problem war einfach, das Land war zu klein, als dass beide gut davon leben konnten. Das ist wie wenn an einem kleinen Ort zwei Firmen mit gleicher Ausrichtung sind und wachsen. Ja, das geht nicht lange gut. Wenn man hier nicht teilt, dann haben am Ende beide Parteien das Nachsehen. Der Abraham gibt dem Lot einen Überblick über das ganze Land. Ja, er reserviert nichts für sich aus, er sagt nicht, aber das muss auf jeden Fall mir gehören, sondern alles steht zur Disposition, es gibt keine Aussparungen. Und dann teilt Abraham das Land von Nord nach Süd. Ja, die Grenze ist der Jordanfluss. An der Lebensader Palästinas lagen sich links und rechts fruchtbare Landstriche an. Drittens, wie teilt man richtig? Der Abraham teilt
Und jetzt darf der Lot wählen. Ja, Lot nimmt sich den in seinen Augen fruchtbareren Teil des Landes. Abraham hatte das trocknere Teil abgekriegt, aber schon bald sollten Naturkatastrophen, Palästina heimsuchen, Erdbeben, Vulkanausbrüche. Letztlich hatte dann der Abraham das bessere Stück Land erworben. Die Methode, die Teilungsmethode des Abraham, die hat Schule gemacht. Wenn etwas zwischen zwei Parteien geteilt werden muss, dann soll der eine teilen und der andere darf sich dann das erste Stück auswählen. So wird sich der, der teilt, hüten, ungleich zu teilen, denn er würde sich ja ins eigene Fleisch schneiden. Vielleicht würde diese uralte Methode, diese uralte, einfache Methode, auch in unseren Tagen helfen, Streit zu vermeiden und gerechter zu teilen. Ich bete, allmächtiger Gott, du gabst deine Gaben reichlich und schenkst uns alles, was wir zum Leben brauchen. Wir bitten dich für die Menschen der einen Erde. Lass uns die Güter dieser Welt gerecht und friedlich teilen, sodass ein jeder genug zum Leben hat. Für die Kirche schenke allen eine Aufgabe, die sie ausfüllt, damit keiner das Gefühl hat, zu kurz gekommen zu sein. Wir beten in einer kurzen Stille in unseren persönlichen Sorgen und Nöten. Für die Verstorbenen schenke ihnen Anteil an deiner Herrlichkeit. Gott, unser Vater, was uns die Erde Gutes spendet und was unsere Hände Fleiß vollbracht, lass es uns gerecht teilen. Durch Christus, unseren Herrn. Amen. Ja, vielleicht müssen Sie heute auch etwas teilen, Pausenbrot oder eine Pizza oder eine Torte. Ich wünsche Ihnen dazu einen guten Erfolg. Übernehmen Sie die Methode des Abrahams. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und schenke dir seinen Frieden und der Segen des guten Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes komme über dich und bleibe bei dir alle Zeit. Amen. Bis morgen hier in der Wüste. Tschüss.